Rottenburg, 1932. Die stark katholisch geprägte Stadt ist von einer festen Zentrumsmehrheit geprägt. Bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 kann die Zentrumspartei mit 60,3% in Rottenburg überzeugen. Die NSDAP hat hier Schwierigkeiten und erzielt 15,9% der Rottenburger Stimmen. Das Ergebnis lässt sich auf den ersten Blick daran erklären, dass die Anhänger der NSDAP hauptsächlich Protestanten waren und kaum Katholiken. Jedoch ist diese Annahme zu einfach gedacht. Es hatte wohl mehr mit dem Minderheitsstatus in Rottenburg zu tun, als mit religiösen Gründen. So gibt es zu Beginn auch keinen eigenen NSDAP-Kreis in Rottenburg, da dieser nur ein Teil des Tübinger Kreises darstellt. Doch die Reichstagswahlen vom 5. März 1933 führen zu einer großen Veränderung in Rottenburg. Denn auch hier kommt nun die NSDAP an die Macht. Am Rottenburger Rathaus hängt ab sofort die Hakenkreuzflagge. NS-Gegner wie der Rottenburger Redakteur Fritz Kiefer der Rottenburger Zeitung werden bedroht und kommen zeitweise in Schutzhaft. Die Rottenburger Zeitung wird später zudem gleichgeschaltet. Im Herbst 1933 erscheint die erste Ausgabe des NS-Blatts Rottenburger Nachrichten, ein regimegetreues Konkurrenzblatt zur Rottenburger Zeitung. Nach dem Gesetz der Gleichschaltung der Länder vom 31. März 1933 wird in Rottenburg der Gemeinderat aufgelöst. Der neue Gemeinderat, unter dessen 14 Mitgliedern nun auch 4 NSDAP-Männer vertreten sind, beschließt unter anderem auch die Umbenennung des Heberlesgrabens in Adolf-Hitler-Anlage, dem heutigen Stadtgraben, und des Hülchentorplatzes in Hindenburgplatz, dem heutigen Eugbolzplatz. Im Grunde genommen waren die Leute zum Krieg heilbegeistert. Wir wurden erzogen in einem Materialismus. Da wurde der Heldengedenktag hoch gefeiert. Und es war eine Ehre, fürs Vaterland zu fallen. Fürs Vaterland zu leben, das ist schon schöner. Ich sage es ganz ehrlich, die Leute gingen zum großen Teil, hauptsächlich die Jungen. Die Alten nicht, die den Ersten Weltkrieg schon erlebt hatten. Aber die Jungen, die gingen mit einer Begeisterung in den Krieg. Viele haben sich freiwillig gemeldet, zur SS freiwillig gemeldet. Es war eine ungeheure Begeisterung. Es gab aber auch sehr viele Rottenburger, die das nationalsozialistische Regime unter Adolf Hitler von Anfang an stark ablehnten, wie auch der Bischof Sproll. So enthält er sich aus Protest bei der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs und das gleichzeitige Ja zur Liste Hitlers für den Reichstag. Dieser Wahlboykott ist in der NS-Zeit ein Skandal. Nach unglaublicher Hetze und mehreren Demonstrationen durch überwiegend auswärtige Nazis kommt es am 23. Juli 1938 zur Verbannung des Bischofs. Dieses Ereignis löst bei einem Großteil der einheimischen Bevölkerung eine zusätzliche Wut auf die NSDAP aus. Ich bin 1943 eingeschult worden. Die erste Klasse lief noch relativ normal. In der zweiten Klasse war es schon problematisch. Vor allem war es schwierig bei Fliegeralarm, weil die Schule oder das Gebäude nicht unterkellert ist. Also das gibt es noch, das Gebäude. Das ist jetzt das evangelische Gemeindezentrum. Das heißt, wenn Alarm kam, dann sind wir schnell heimgeschickt worden. Aber mein Heimweg bis zur Jahnstraße daraus, das war etwa eine Viertelstunde. Also das war nicht nur lustig. Waren es vor Kriegsbeginn nur 7.750 Einwohner, kommen in den letzten Kriegsmonaten über 2.000 Ortsfremde nach Rottenburg. Darunter Evakuierte, Fremdarbeiter und Kriegsgefangene. In vielen Haushalten sind Militärangehörige einquartiert. Ja, das ist einfach sozusagen vom Rathaus ist eine Anfrage gekommen, beziehungsweise es war keine Anfrage, im Grunde war das ein Befehl, es war ein Muss, dass unsere Familie eine Einquartierung bekommt. Und das war ein OT-Mann, das sind also Techniker gewesen. Und der hat bei uns dann gewohnt, der hat das Elternschlafzimmer gekriegt und meine Eltern oder die Familie ist dann einfach zusammengekriegt. Also für uns war das nicht unangenehm und es war im Grunde völlig normal. Alle Leute haben irgendwelche, entweder Evakuierte gekriegt, also Ausgebombte und so. Und wir haben halt einen OT-Mann gekriegt. Der ist vermutlich auch woanders verpflegt worden. Also er ist bei uns nicht am Tisch mitgesessen, nicht weil er uns nicht mochte, sondern er war gar nicht da.
Der hat halt übernachtet, der ist morgens gegangen und abends gekommen und das war's. Also wir waren da jetzt nicht schwer beeinträchtigt. Das hat man einfach, das hat man in Kauf genommen. War kein Problem. Auch die St. Clara-Schule wird von den Nationalsozialisten im Laufe des Zweiten Weltkriegs umfunktioniert. Zuerst wurde die Grundschule aufgelöst, dann die Mittelschulklasse. 1942 kommt es dann zur endgültigen Beschlagnahmung durch die Wehrmacht, die die Schule ab sofort als Lazarett, also einem Krankenhaus für verwundete Soldaten, nutzt. Neben der neuen deutschen Volksschule muss die Jugend von Rottenburg nun auch in die Hitlerjugend. Die Teilnahme ist verpflichtend. Es war also die Hitlerjugend, die Zwangsjugend im Dritten Reich, und zwar beginnend mit dem Jungvolk. Das waren die 10- bis 14-Jährigen. Und zu diesen wurde auch ich von meinem Lebensalter her, als ich 10 war, auch einberufen und wurde somit zum Pimpf Deutschlands. Das war so eine geringschätzige Herabwürdigung dieser kleinen Buben. Im Jungvolk selber, ich war 1943, bin ich dorthin gelandet, wurde man mittwochs und samstags dienstverpflichtet. Mittwochs waren es meistens Heimabende im Braunen Haus, das ist am Marktplatz gelegen, und dort waren Vorlesungen, Singen, Spielen, aber auch bereits doktrinäre Unterrichtung, Reinrassigkeit, Deutschtum, Germanentum und so weiter. Samstags war dann praktische Dienstpflicht, und die praktische Dienstpflicht bedeutete, dass man sehr viel Sport treiben musste. Man musste auch exerzieren, marschieren lernen, Augen links, Augen rechts antreten und so weiter. Nachtgeländespiele dienten auch dem Drill, dass man hier bereits lernen sollte, wie ernst die Situation werden kann. Und bei diesen Nachtgeländespielen waren wir meistens Jugendliche, die in der Hitlerjugend waren, also 16- bis 18-Jährige, standen in Abständen von vielleicht 50 oder 100 Metern hinter Büschen und erschreckten uns kleine Pimpfe. Das war also schon der vormilitärische Drill, den man damals mit abbekam. Im Landesgefängnis in Rottenburg werden im Zweiten Weltkrieg politische Gefangene aus allen Nationen gebracht. Obwohl das Gefängnis nur für 600 Häftlinge ausgelegt war, steigt die Zahl der Inhaftierten auf über 1000. 1944 wird unter dem Codenamen Jaspis ein Projekt zur Fertigung von Flugmotorteilen sowie die Werkzeugmacherei nach Rottenburg verlagert. Das war eine Art Geheimprojekt der Nazis, das Unternehmen Jaspis. Und die Idee war, durch den Bombenkrieg war ja viele Industrie gefährdet. Man wollte ein Daimler-Motorenwerk im Steinbruch einrichten. Dazu musste man ja Stollen sprengen. Und das sollten die Gefangenen aus dem Landesgefängnis, aus der JVA, machen. Und das war natürlich eine sehr harte Arbeit. Die wurden schlecht behandelt und sprengen. Es gab keine Sicherheitsmaßnahmen und nichts. Und es sind viele dabei auch umgekommen. Aus dem ganzen Projekt wurde ja bekanntlich nichts. Da ist nie ein Daimler-Flugzeugmotorenwerk entstanden, aber die Arbeiten fanden statt. Der Steinbruch bei Rottenburg wird dabei als Fertigungsstandort gewählt, da die Gesteinsart und die Verkehrsanbindung überzeugen. Für die Zwangsarbeit wird in diesem Fall nicht auf KZ-Häftlinge zurückgegriffen. Stattdessen werden die Insassen des Landesgefängnisses als Arbeitskräfte missbraucht. Unter üblen Arbeitsbedingungen müssen die Häftlinge in 10-Stunden-Schichten arbeiten. Dabei sterben einige Zwangsarbeiter bei der Arbeit in den Stollen. Neben der überschweren Arbeit sowie der schlechten Versorgung sind auch Misshandlungen und Unterernährung Gründe für die Todesopfer. Und der damals verantwortlich war für das Gefängnis, es war auch nur ein Nachbar von uns, das war bloß 3 Häuser weiter. Mit dem hat man natürlich nie was zu tun gehabt. Die Familie war sehr nett, die Frau war sehr nett. Aber was der wirklich gemacht hat, vielleicht nicht selber, aber verantwortet hat, das haben wir erst viel später erfahren. Und da ist es ihm wirklich ganz schlecht geworden, muss ich sagen, was da alles abgegangen ist. Neben den Häftlingen des Landesgefängnisses
gab es auch viele Kriegsgefangene, die im Kriegsgefangenenlager St. Meinrad untergebracht waren, der heutigen Hochschule für Kirchenmusik. Die haben da draußen gewohnt, aber die sind tagsüber zur Arbeit gegangen. Und zwar ohne Bewachung, ohne alles. Die sind halt in der Stadt, der eine ist zum Bäcker, der nächste zum Metzger und der dritte zum Landwirt. Die waren immer wieder unterwegs und ich erinnere mich, wenn die abends oder gegen Abend von der Arbeit gekommen sind, wie gesagt, die waren gut drauf, das waren freundliche junge Männer. Also ein Feindbild ist uns weder in der Schule noch gar im Elternhaus vermittelt worden. Franzosen waren, ich weiß, es hat geheißen, ist unser Erbfeind. Und das habe ich mal gehört, dann habe ich meine Eltern gefragt, was ist denn ein Erbfeind? Ich war damals noch gleich. Oh nein, die haben mir das versucht zu erklären, aber ich habe das nicht kapiert. Also es waren keine Feinde. Und es kam auch vor im Winter, wenn wir gerade am Schlittenfahren waren, gerade hier in der Jansstraße, der Berg runter, da ist auch mal der spätere Bundeskanzler Kiesinger mit uns gefahren, es war auch ein Nachbar. Und die Franzosen sind halt auch mit auf den Schlitten geguckt und sind mit uns Kinder Schlitten gefahren. 26. Februar 1945. Es ist ein frühlingshafter, sonniger Montagmittag, an dem Rottenburg Ziel und Opfer eines Luftangriffs wird. Die tiefliegenden Flugzeuge unbekannter Nationalität kommen von Westen und können ohne auf Abwehr zu treffen ihre Bomben abwerfen, da es eine solche Abwehr in Rottenburg nie gab. Ziel des Angriffs ist der Bau des unterirdischen Wehrwirtschaftsbetriebs beim Steinbruch. Unter den insgesamt 20 Todesopfern sind auch OT-Männer, die im Steinbruch arbeiteten. Diese Männer der Organisation Todt, benannt nach ihrem Führer Fritz Todt, war eine Spezialbautruppe aus Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen. Einer dieser OT-Männer ist beim Angriff in die Stollen geflüchtet und wurde dabei durch die Druckwelle so stark an die Stollenwand geschleudert, dass er einen Schädelbruch erleidet und stirbt. So sind unter den Todesopfern vor allem Zwangsarbeiter und politische Häftlinge. Die Gefängnisverwaltung der Stadt Rottenburg teilt später mit, ein Sarg könne von ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer Luftangriff folgt am Ostersonntag, dem 1. April 1945. Hierbei wird der Bahnhofsbereich angegriffen. Der letzte Fliegerangriff erfolgt am 17. April, einen Tag vor der anstehenden Besetzung. Unter anderem werden Gebäude in der Weckenthalstraße getroffen. Zwei weitere Menschen sterben. Etwa um 9 Uhr während des Hochamtes ist das passiert. Es ist natürlich schon schlimm, wenn die Leute in der Kirche waren, dann gehen die Sirene, wenn sie sich blicken lassen. Diese Jabo kam etwa in einer Höhe von 150 Metern über die Stadt gebraust. Die haben auf jeden Fußgänger geschossen. In unserer nächsten Nähe, da wo etwa das Bischofshaus steht, war eine Bombe explodiert, vermutlich, weil die der Benzintank weitgehend leer war, hat er sich entlastet, der Bomber, und ist weitergeflogen. Aber die Scheiben sind bei uns also zerborsten. Im April 1945 werden die Nationalsozialisten von verschiedenen Seiten in ganz Deutschland zurückgedrängt. Französische Truppen stoßen bis Lörrach über den Rhein vor, Hannover fällt und amerikanische Truppen erreichen Thüringen und Sachsen. Auch in Rottenburg wird ein Einmarsch erwartet. So befehlen die Verantwortlichen die Mitglieder der Hitlerjugend zum Einsatz, doch selbst flüchten sie, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Die wussten natürlich nicht genau, was auf sie zukommt, aber viele Nazis wurden ja auch interniert dann bei den Franzosen, aber wahrscheinlich war es einfach die diffuse Angst, die rächen sich an uns. Man hat schon ein bisschen so eine Ahnung gehabt, wie sich die eigenen Truppen in Frankreich und vor allem auch im Osten benommen hatten, und da fürchtete man sich auch die Rache. Auch der seit 1933 eingesetzte Bürgermeister Wilhelm Seeger übergibt am 16. April 1945 die Verwaltung an Hugo Schneider, um sich nicht der Verantwortung vor der Feindbesetzung stellen zu müssen. Und die etwa 1000 Häftlinge des Landesgefängnisses werden per Fußmarsch evakuiert. Diese Leute wurden nun fortgenommen, kurz vorm Einmarsch, und wurden im Oberland grüppchenweise freigelassen. Am 17. April 1945 ertönen die Sirenen, die den Volkssturm aufrufen.
Es gab aber auch den Volkssturm, es gab eine Bataillon und das war unter der Leitung eines Reutlingers namens Karl Schumacher, von dem man nur Schlechtes hört. Er war also ein bisschen, wie man sagte, ein Katholikenfresser, der hat die also alle mit Standgericht bedroht. Die wollten natürlich nicht mehr in allerletzter Minute noch ihr Leben riskieren als Zivilisten und hat die also wirklich bedroht und beschimpft und ist aber auch dann, als der Einmarsch war, ja, hat sich abgesetzt nach Weiler und dann weiter weg. Da sind ja viele, in Anführungszeichen, alte Männer noch geholt worden zum Schluss. Auch mein Vater, der war zwar nicht steinalt, aber er war schon im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen und hatte auch Verwundung am Bein und war obendrein war er noch herzleidend. Und trotzdem musste er gehen. Es war dann abzusehen, dass es nicht funktionieren kann. Und er ist dann auch sehr bald ist er im Lazarett gelandet, und zwar in Weingarten bei Ravensburg. Und da ist noch was ganz Eigenartiges passiert. Er stammte aus Ravensburg, da ist er geboren, da waren noch Verwandte. Und er hat also gerade, er war gehfähig, aber er war eben nicht zu Hause. Da kam ein Luftangriff, er war bei seinen Schwestern. Und erst der ganze Flügel, in dem er untergebracht war, da war nichts mehr da, da ist eine Sprengbombe rein. Also das war Glück, er hat es überlebt. Am 18. April werden dann, kurz vor Einmarsch der französischen Truppen, sämtliche Rottenburger Brücken gesprengt, um den Stadtteil Ehingen als letzten Fluchtort abzutrennen. Diese Sprengungen werden mit unnötig viel Sprengstoff durchgeführt, sodass es auch zu einer massiven Zerstörung der umliegenden Gebäude kommt. Es waren ganz prekäre Situationen. Allein schon durch das Brückensprengen gingen die großen Teile von Fensterscheiben kaputt. Dächer wurden abgedeckt und die Leute in der Nähe der Brücke und des Neckars, die haben sich alle in den Keller begeben. Alles Richtung Neckar war die ganzen Häuser leer. Die wurden zum Hecht. Die Frau hatte auch einen Sohn verloren im Krieg und hatte nicht mehr gesprochen. Sie war irgendwie leicht verwirrt. Sie ging auch nicht mit den anderen in Kellern, sondern sie hielt sich in der Wirtschaft, die ja ganz in der Nähe der Brücke lag, hielt sie sich auf. Aber durch das Brückensprengen hat die vermutlich so einen Schock bekommen, dass sie nachher wieder vollkommen normal war. Den Einmarsch der Franzosen erwartet man von der Sebronner Straße aus. Deshalb wird dort eine Panzersperre zwischen der Theoderich-Kapelle und der Turnhalle errichtet. Wir hatten, nachdem Fliegerangriffe angekündigt waren, hatten die Chance, in einem früheren Bierbrauerskeller, der hinterm Bischöflichen Palais im Burggraben entlang hochgeht, und ein Abteil davon konnten wir bewohnen und wir waren insgesamt 4 Tage dort. 18. April 1945. Die französische Armee marschiert in Rottenburg ein. Die Panzersperre in der Sebronner Straße erweist sich als vollkommen nutzlos, da die französischen Panzer von Remmingsheim über das Weckental nach Rottenburg kommen. Weil hier ging kriegsgefangene Franzosen, die sich eigentlich frei bewegen durften, gingen diesen Einmarschierern entgegen und haben ihnen den Weg gezeigt, um die ganzen Panzersperren zu umgehen. Der Stabsarzt Dr. Kurt Sauer vom Reserve-Lazarett St. Clara kommt dem ersten Panzer mit weißer Flagge entgegen und übergibt das Lazarett. Sie fuhren dann auf den Marktplatz. Auf dem Marktplatz war Polizeihauptmeister Sedlmeier, der ihnen seinen Degen und seine Pistole übergab. Sie fuhren weiter und da war der Kaufmann Vollmer. Das ist da, wo heute der Norma ist, Nebengebäude Richtung Dom. Dieser Mann hat sich kurz am Fenster gezeigt und wurde erschossen von einem Panzersoldaten. Französische Spähtruppen durchsuchen in der Sprollstraße die Häuser der Bewohner nach Waffen und Wertgegenständen. Bei meinem Nachbar, der hatte eine Schneiderei und hatte noch sehr viel Stoff im Haus. Er hat keinen Meter abgegeben. Nachher mussten wir zusehen,
wie die Franzosen den ganzen Stoff aus dem Haus transportiert hatten. Das Erste war das, wo sie in den Keller kamen, dass sie sämtliche Uhren, Fotoapparate, also Wertgegenstände, Schmuck und so weiter, alles kassiert haben. Dann kamen Kontrollen. Die Häuser wurden gesucht nach wertvollen Sachen, Fotoapparaten, Radio und so weiter. Da haben die Franzosen alles mit. Ich hatte eine Ziehharmonika, das war mein Ein und Alles. Und ich hatte um diese Ziehharmonika Angst. Und nun haben sie auf einer Straßenseite kontrolliert. Und als sie da fertig waren, habe ich meine Ziehharmonika genommen, habe sie zu meinem Nachbar, einem Schuhmachermeister, in die Werkstatt gestellt. So konnte ich die also retten. Polizeibeamte werden von den französischen Truppen gefangen genommen. Die in der Jahnstraße aufgebaute Panzersperre wird im letzten Moment wieder abgebaut, um einem französischen Panzer den Weg zum St. Meinrad Kriegsgefangenenlager freizumachen. Dort befreien sie etwa 60 französische Kriegsgefangene. Mehrere Panzer rollen über die Königstraße in Richtung der gesprengten oberen Brücke. Der südliche Stadtteil Ehingen, welcher durch die gesprengten Brücken nicht mehr mit dem Panzer erreichbar ist, wird vorerst nicht eingenommen. Die Franzosen warten, da man den Widerstand durch einen Luftangriff auf Ehingen brechen will. Dieser wird dann aber doch nicht durchgeführt. Die Bewohner des Stadtteils verschanzen sich zum Schutz in ihren Kellern. Auf der anderen Seite in Ehingen waren wahrscheinlich versprengte SS-Einheiten, aber es waren noch deutsche Truppen da, die geschossen haben. Die Leute, das sagen ja auch die Zeitzeugenberichte, saßen zum Teil in den Kellern, hatten natürlich auch wieder Angst, dass sie in letzter Minute noch ihr Haus verlieren. Und der Einmarsch erfolgte dann erst einige Tage später sozusagen außenrum. So befindet sich Ehingen noch bis zum 22. April unter Führung eines kleinen Trupps deutscher Soldaten, die sich schließlich doch aus Ehingen zurückziehen.